Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Detroit Become Humans hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir müssen noch ein bisschen was über Hank rausfinden. Diese Scheißsteuerung, ey. Okay, hat er den Jungen? Irgendwas ist passiert, verstorben. 6 Jahre alt. Hank hat seinen Sohn verloren. Das mit dem Fenster tut mir leid. Ich dachte wirklich, sie wurden überfallen. Natürlich wird Cyberlife für den Schaden aufkommen. Alter, diese Steuerung, die ist auch total träge. Jetzt dreh dich doch mal um. Die ist ganz schlimm, die Steuerung. Hat der Sohn sich aus Versehen. Was wollten Sie mit der Waffe? Russisches Roulette. Okay. Ich wollte sehen, wie lange es gut geht. Ich muss vorher zusammengeklappt sein. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte sie getötet. Sieht gut aus. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Was ist mit seinem Sohn passiert? Ach scheiße, das hätten wir auch noch mit in die andere Folge. Ach egal. Zum Eden Club aufgebrochen. Eden Club hat man doch auch vorhin mal irgendwas gelesen gehabt. Auf dem Polizeirevier, als wir die Fälle durchgegangen sind. Autonomus. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir nach. Mach mal ein bisschen hin, Junge. Du rennst, als ob du irgendwie den ganzen Tag Zeit hättest. Sie dürfen uns nicht sehen. Ach nee. Vorsicht. Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Irgendwas wird gleich passieren. Ist mir irgendwie zu ruhig. Cyberlife. Marcus, komm hier auf. Okay, ich habe jetzt die Auswahl gar nicht gesehen, was wir machen können. Das Lager ist davon. Wir sind fast da.
Wie wollen die das alles wegschaffen? Die werden schon wissen, was sie machen. Cyberlife-Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Okay, was haben wir denn hier? Das wäre zu hoch. Würde bemerkt werden. Einmal den Mittelweg. Das wäre zu hoch. So Möglichkeiten gibt es noch. Aber wenn ich das nehme und hoch ist das doch gar nicht. Ich habe nur die drei Möglichkeiten, ja. Was anderes habe ich nicht. Es muss dann irgendwann. Hier geht's ja der erste Schritt. Ach, seht ihr, da gibt's noch eine Möglichkeit. Wäre zu weit. Okay, so geht's. So geht's. Kaputt. Bist du okay? Ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Danke. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Dann muss ich auf der anderen Seite wahrscheinlich ran, oder? Was geht das wieder los? Da muss ich mal den Controller durch hier. Durchs halbe Zimmer schmeißen. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. John! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? John? Ich brauche deine Hilfe. John? Ich will den nicht angreifen, er kann nichts dafür. Erst die Drohne, dann das. Echt super. Ich habe mir schon gedacht, dass das die merken, dass die Drohne ausfällt. Steck den Rest ein oder nichts wie weg. Ach Gott. Such weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Prüfe die größeren Kisten. Wieder? Manchmal ist Klettern X, manchmal ist Controller durch die Botanik schmeißen.
Da sind wahrscheinlich Androiden drin. Das könnte von der Größe echt passen. Es ist wie ein Virus. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Die drei könnten noch was tragen. Nehmt mich mit. Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Sie kommen mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Wir tun's. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Ich mag sie. Warum verliere ich ständig bei Josh irgendwas? Okay. Da ist der Schlüssel. Ah, arme Hunde hier, die ganze Zeit raus in der Kälte, ey. Kümmer dich um die Waffen. Ja, komm. Elegant macht er das ja. Verdammte Hunde. Warum bellen sie schon wieder? Schöne Mütter. Die Wachen bedrohen. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ey, ich hasse. Ich hasse Quicktime-Events. Das ist genau das falsche Spiel für mich, eigentlich. Ich hab doch gedrückt. Ich hab gedrückt. Hey, irgendwie. Hab ich. Oh nein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ein bisschen verzögert ist.
Du kannst auch den zweiten töten. Sind die anderen denn da? Hey, das lief ja nicht so gut. Hast du ihn? Cool. Schnell, rein hier. Okay, muss ich jetzt fahren? Und dann macht er das automatisch. Scheiße gelaufen. Ah, wir brauchen die Teile. Das wird sich noch rächen, der Mord. Hey, was ein Unfall. Eine Wagenladung. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Markus hätten wir das nie geschafft. Danke, Markus. Bewundert. North befreundet. Ich kam nach Jericho, weil Josh Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei stumm zu sterben in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Du hast Blut an deinen Händen. Ersatzteile. Was kann ich eigentlich mit... Achso, mit den Punkten kann ich Sachen kaufen. Okay, Wachen bedrohen. Da wäre ein komplett anderer Strang drin. Ansonsten haben wir ja relativ viel gemacht. Den Schlüssel annehmen, ablehnen. Das haben wir auch nicht gemacht. Also wir haben ihn nicht getötet oder gehen gelassen. John wird zum Abweichler. Okay, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich denke mal, das war die letzte Folge für heute, weil dann kann ich das jetzt alles schnell bearbeiten. Ich habe noch ein bisschen was zu tun heute mit Umzug und so und dann morgen kommen noch mal ein paar Folgen. Also ich werde das jetzt die Woche so durchspielen, dass das also so abhaken, dass die Folgen so kommen, dass ich bis Ende der Woche das Spiel durch habe. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis dann. Ciao.